Ja, im Prinzip ganz schwierig. Also generell die Erfolge miteinander zu vergleichen geht eigentlich nicht, weil mein Sochi war der erste Olympiasieg, das war so die Erfüllung des Kindheitstraums, des ganz, ganz Großen. Dann das Ganze in Pyeongchang zu wiederholen, das war auch was ganz Besonderes. Und jetzt ist es der, ja, ich sag mal, als Mutter nochmal Olympiasiegerin zu werden. Heute war schon sehr emotional, also so viele Freudentränen habe ich sonst, glaube ich, nicht vergossen. Aber ich freue mich jetzt auch auf zu Hause und auf die Familie dann wieder. Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht eigentlich, weil ich nicht weiß, was so oben noch geplant ist. Jetzt erstmal kurz raus aus den Klamotten und dann werden wahrscheinlich noch ein paar Leute dastehen und vielleicht mal auf unseren Erfolg anstoßen mit der Anna zusammen.